aber ich heiße ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich habe vor kurzem ein Paket erhalten und dazu gibt es eine kleine Story. Und zwar sollte ich eigentlich mein Zimmer aufräumen, aber wer kennt das nicht? Ihr macht da was und dann schweift ihr ins Online-Shopping ab. Und ich habe beim Mango ein paar Sachen gefunden und zwar im Sale und die wollte ich euch zeigen. Und zwar ist das hier mein Paket. Ihr könnt mir gerne in die Kommentare schreiben, welches Teil ich behalten soll oder welches Teil ich nicht behalten soll. Ich bin selber gespannt, was ich so bestellt habe. Ich weiß es nicht mehr. Aber alle Links findet ihr in der Infobox. Und am Ende des Videos zeige ich euch die Sachen nochmal angezogen in Kombination mit Outfit-Inspirationen, weil ihr das sehr gerne mögt. Und ich würde sagen, wir schauen in dieses Riesenpaket rein. Müll. Gott, wie soll ich das jetzt machen? Das erste Teil, was ich mir bestellt habe, kam so an. Das ist eine Hose. Und zwar so eine Stoffhose. Ich stehe ja zurzeit total auf Stoffhosen. Ich bin da mal gespannt, ob sie mir passt. Oh, die ist ein bisschen über Highways und ein bisschen lang. Auf jeden Fall sieht so die Farbe aus. Wie gesagt, ich glaube, man muss es angezogen anschauen. Weiter geht's mit diesem Kleid hier. Das ist ein Jeanskleid. Darüber habe ich mich sehr gefreut. Wie gesagt, alle Sachen sind im Sale gewesen, gell? Sonst hätte ich, glaube ich, gar nicht online bestellt. Auf jeden Fall sieht das so aus in so einem dunkelblauen Jeansstoff. Finde ich sehr, sehr schön. Habe schon eine Outfit-Idee, wie ich das kombinieren würde. So sieht das aus. Also eher ein Basic-Teil, von denen man nie genug haben kann. Dann habe ich mir eine Hose bestellt. Und ich liebe Mangohosen, Leute. Also Mangohosen kosten zwischen 30 und 40 Euro. Aber ich finde die Qualität und das Preis-Leistungs-Verhältnis sehr, sehr gut. Ich habe oft das Gefühl, wenn ich eine Jeanshose anprobiere, die eigentlich Jeans sein soll, keine Jeanshose ist, weil es eher so stretchy-matchy ist. Aber bei Mango bekommt ihr echt gutes Zeug und ich liebe Hosen, Leute. Ich habe so einen kleinen Tick. Ich liebe wirklich Hosen. Auf jeden Fall ist es eine ganz normale schwarze Hose mit Rissen an den Knien. Ich hoffe, sie passt von der Länge her, weil ihr wisst, ich bin sehr, sehr klein. Und die sieht auf jeden Fall sehr gut aus. Dann habe ich mir eine Kette bestellt. Bin gespannt, wie die ausschaut. Kennt ihr das? Ihr habt vor kurzem bestellt und habt schon wieder vergessen, was ihr bestellt habt. Aber es war so eine Kette, so eine Festivalkette, glaube ich. Also eher eine auffällige. Wow, voll cool verpackt. Die ist gar nicht so kurz. Wait a minute. Schere. Okay, warum mache ich jetzt die Kette nicht kaputt, ne? Ich dachte irgendwie, die wäre länger. Aber wir probieren das Ganze mal an. Und wie gesagt, lasst mich unbedingt in den Kommentaren wissen, was ich behalten soll und was ich nicht behalten soll. Weil ihr kennt meinen Stil doch manchmal besser als ich selber. Wow. Ich finde die Kette echt schön. Die werde ich auf jeden Fall behalten, Leute. Ich mag das. Sie sieht echt cool aus. Und dann würde ich sagen, weiter geht's mit diesem Oberteil hier. Das ist ein ganz schlichtes Oberteil in so einem Grau gehalten. Aber das Besondere ist, dass es hier hinten so ein Schlitz hat. Wisst ihr, wie ich meine? Also hier ist es so offen. Und für den Sommer oder für die leichten Sommertage dachte ich mir so, dass es ganz hübsch ausschaut. Oder wenn ihr was zum Drüberziehen braucht, weil das ist doch sehr dünn, der Stoff. Also ihr seht das ein bisschen durch. Dann habe ich mir einen mega coolen Mantel bestellt. Der sieht ein bisschen aus wie Vorhang, aber der war im Angebot. Dann dachte ich so, probieren wir den mal an. Wenn er nicht passt, dann schickst du den wieder zurück. Auf jeden Fall sieht so dieser Mantel aus. Ich hatte, den habe ich in M bestellt, weil es glaube ich, nee, in S, oder? Warum stand da M drauf? Ah nee, das habe ich in M bestellt und das habe ich hier in S bestellt. Ich glaube, XS wäre besser gewesen, aber ich finde den echt hübsch. Also wie gesagt, für den Sommer möchte man ja gerne helle Farben anziehen. Ich hatte noch keinen Hellmantel. Ich würde sagen, ich ziehe den einfach mal drüber, nur um zu schauen, wie der so ausschaut. Ja, ich glaube, ich muss den nochmal im Spiegel betrachten. Aber so vom Stoff her und vom Feeling her und so von diesen Details her gefällt der mir echt richtig gut. Zu guter Letzt habe ich diese Bluse hier bestellt. Das ist jetzt, ich überlege gerade, ob es schwarz ist oder dunkelblau. Ich glaube schwarz. Die Bluse ist auf jeden Fall schwarz-weiß mit Streifen. Sehr dünner Stoff, würde ich sagen. Also sehr luftig leicht. Und ich habe es, glaube ich, eine Größe bestellt und zwar ein M. Und so sieht das Ganze aus. Ich habe mir noch Schuhe bestellt. Leute, ich schwöre, im Sale wird man einfach verführt. Und dann konnte ich nicht aufhören. Aber wie gesagt, alle Sachen sind im Sale. Und die haben schon viele Sachen reduziert. Also ich bin eher der Online, nee,
der Sale-Shopper irgendwie. Zu einem habe ich mir dieses Paar Schuhe hier bestellt. Ich glaube, man muss das anziehen. Das ist so zum Schnüren. Hat, glaube ich, nur noch 17 Euro gekostet oder so. Ich glaube, man muss es halt echt mit Outfits anziehen, weil es sieht dann immer ganz anders aus, wenn man die stylisch kombiniert. Auf jeden Fall sind es super süße Sandalen. Die gab es, glaube ich, auch in hell. Habt ihr was gesehen? Auf jeden Fall ein schicker Schuh. Dann habe ich mir noch dieses Paar Schuhe hier gekauft. Ich habe ja diese Paar Schuhe schon in Orange. Aber ich glaube, der ist drüben bei meinen Eltern. Und dann wollte ich die einfach nochmal in Schwarz haben, weil die sehr, sehr schick sind. Also für schickere Anlässe finde ich die total hübsch. Auch so zum Schnüren, ist ja zurzeit voll in und so. Schwarz, Größe 36, spitz zulaufen. Mal schauen, ob ich es mag oder ob ich es nicht mag, aber ja. Lasst mich gerne wissen, wie ihr dieses Paar Schuhe findet. Das hier ist mein letztes Paket. Ich habe mir solche höheren Schuhe gekauft. Die sehen ein bisschen aus wie Valentinos, nur in ganz, ganz günstig. Und ich wollte halt mal schauen, ob sie mir gefallen. Ich mag eigentlich keine spitz zulaufenden Schuhe, obwohl der auch spitz zulaufend ist. Aber deswegen habe ich ja bestellt. Und wenn es mir nicht gefällt, kann ich sie zum Glück auch zurückschicken. Größe 36 in Schwarz. Gab es, glaube ich, auch in Rot. Ich würde sagen, ich ziehe die Sachen mal an und zeige sie euch, wie sie angezogen ausschauen. So sieht auf jeden Fall ein Outfit angezogen aus. Ich habe die Hose an, Schuhe und das Oberteil und die Kette. Auf jeden Fall sitzt die Hose super schön. Also ich mag die Hose echt sehr. Also auch vom Stoff her ist halt etwas dicker. Dann habe ich das Oberteil an. Das gefällt mir auch gut, einfach weil es basic ist. Der Rücken sieht auch ganz süß aus, oder? Also ist nicht zu viel offen, aber es hat halt etwas Besonderes. Die Schuhe. Die sind ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Ich weiß nicht, ob ich sie mag oder ob ich sie nicht mag. Ich weiß nicht, ob ihr das jetzt hier am Spiegel sehen könnt. Aber so sehen die auf jeden Fall mit diesem Outfit aus. Also es ist sehr lässig schick. Lasst mich mal in den Kommentaren wissen, wie ihr das erste Outfit findet und welche Sachen ihr behalten würdet. Und dann würde ich sagen, machen wir weiter mit Outfit 2. So sieht mein zweites Outfit aus. Also ich habe jetzt das Jeans-Kleid-Hemd an. Ich finde, es fällt wie so ein Sack. Also mir gefällt es zwar schon, aber ich finde, ich sehe aus wie so ein Sack. Auf jeden Fall habe ich dazu die schnürende Sandalen kombiniert. Vielleicht seht ihr das ja hier im Spiegel. Und dazu noch eine Kette, weil es sah irgendwie oben so leer aus. Irgendwie nicht so mein Stil. Ich würde, glaube ich, dazu Superstars kombinieren. Ich würde sagen, wir machen das direkt mal. Die sportliche Version gefällt mir definitiv besser. Also ich habe jetzt meine Adidas Superstars an. Also so würde ich jetzt auch einfach rausgehen. Ich finde es ganz chillig. Wenn man mal nicht weiß, was man anzieht, zieht man einfach ein Kleid an. Und ich würde sagen, wir ziehen uns mal den Mantel drüber, weil den hatte ich auch noch nicht an. Der Mantel passt zwar nicht ganz zu diesem Outfit, aber so sieht der angezogen aus. Ich mag ja dieses Oversize und dieses Sackige, würde ich das jetzt mal nennen. Aber ich glaube, der Mantel ist mir zu groß. Also ich glaube, XS wäre besser gewesen. Ich schaue jetzt mal, wie es ausschaut, wenn ich das umkrempe. Sieht schon irgendwie schön aus. Also ich mag die Jacke voll. Aber das ist so ein Teil, wo ich nicht weiß, ob ich es anziehen werde oder nicht. Und da kommt ihr ins Spiel. Also lasst mich unbedingt in den Kommentaren wissen, was ihr über diesen Mantel haltet, also behalten oder nicht behalten, das ist jetzt die Frage. So sieht mein letztes Outfit aus. Also ich habe die Hose an und die Bluse und die Schuhe, falls ihr die sehen könnt, also die Spitzenballerinas mit Schnürung. Die Hose ist mir definitiv zu groß und auch definitiv zu lang, das heißt, sie muss leider zurück. Aber an sich finde ich sie echt schön, also ich mag die Hose echt gerne. Also die gab es noch in anderen Farben, aber wie gesagt, die ist leider zu groß. Das Oberteil passt auch definitiv gerade nicht zu dieser Hose. Aber ich wollte es euch eingezogen zeigen. Ich würde sagen, wir ziehen mal die Jeans an. So sieht das Ganze dann mit Jeans aus. Ich habe eine Seite draußen gelassen und die andere Seite innen. Wenn dieses Teil hier länger wäre, dann sieht das auf jeden Fall viel cooler aus. Aber ich bin halt so ein Mensch, ich mag es gerne, die Sachen in meine Hose zu stecken. Und ja, auf jeden Fall würde ich auch so rausgehen. Also es ist ein sehr lässiges Outfit. Durch die Schuhe wird das Outfit natürlich schicker. Einfach weil es spitz zulaufend ist. Finde ich aber sehr, sehr hübsch. Und ich habe hier noch irgendwo die Kette.
Kette wird, glaube ich, auch ganz gut dazu passen. Also ich glaube, mit einer High-Waist-Hose sieht das viel cooler aus, weil man dann die Bluse ganz in die Hose tun kann. Und ja, so sieht das so sieht auf jeden Fall das letzte Outfit aus. Das gefällt mir am besten, glaube ich. Also ich mag das. Ich bin völlig verschwitzt vom Umziehen und so, aber das war's auch schon mit dem Video. Wenn euch dieses Video gefallen hat, würde ich mich riesig über einen Daumen nach oben freuen. Und wenn ihr noch mehr solche Videos sehen wollt, dann schreibt mal diesen Emoji in die Kommentare. Und vergesst nicht, mich unbedingt wissen zu lassen, welche Teile ich behalten soll und welche Teile ich nicht behalten soll. Damit würdet ihr mir sehr, sehr helfen. Und dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag, Nacht, Morgen, was auch immer. Und sage Tschüss und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ihr wollt gar nicht wissen, wie es jetzt hier ausschaut, Leute.